Mein Mann ist zwar Deutscher, aber wir kommunizieren miteinander immer auf Englisch und Koreanisch. Das kommt daher, dass wir unsere Beziehung so begonnen haben, da ich damals kein Deutsch sprechen konnte. Unsere Familiensprache ist ein Mischmasch. Wir reden meistens auf Englisch und Koreanisch, aber auch mit einigen chinesischen, spanischen, portugiesischen, ungarischen Wörtern und so weiter. Wir wohnen gerade in Deutschland und ich bin damit jeden Tag mit der deutschen Sprache umgeben. Das ist schon genug Übung und genug Stress. Deswegen versuchen wir in der Familie auf Koreanisch zu sprechen, uns koreanische Serien und Filme anzuschauen, damit mein Mann den Kontakt zur koreanischen Sprache halten kann. Wir sind beide noch jung und offen für viele unbekannte Zukunftschancen. Deshalb ist Englisch für uns beide sehr wichtig für unsere zukünftige Karriere und auch für die Möglichkeiten, in einem anderen Land zu leben. Genug geplappert. Kurzerhand schauen wir mal, wie ein deutscher Muttersprachler spricht. Ja, hallo, am Telefon. Ich hatte eine Frage. Und zwar suche ich nach diesen Stühlen, die ohne Füße auskommen. Also diese typisch japanischen Stühle. Ja, genau. Okay. Kann man die einzeln kaufen oder kommen die nur als Set? Okay. 78 Euro. Ja, könnten Sie da vielleicht kurz nachschauen. Ansonsten, genau, wäre klasse. Okay. Und kommen ohne Kissen, oder? Die sind eben aus Holz und man... Okay. Super, ja, dann würde ich vielleicht jetzt gleich da mal vorbeischauen und mir die mal anschauen. Genau, ja, alles klar. Super, wiederhören. Thank you.